Weltweit arbeiten mehr als 17 Millionen Menschen im Tabakanbau. Der Tabakanbau ist geprägt von intensivem Einsatz von Pestiziden. Daher kommt es zu Vergiftungen mit Organphosphaten. Viele Bauern können sich die notwendige Schutzkleidung nicht leisten und kommen nicht nur mit den Pestiziden in Kontakt, sondern auch mit den Tabakblättern, wodurch das Nikotin in die Haut eindringt. Dies führt zu einer Nikotinvergiftung, die grüne Tabakkrankheit. Besonders intensiv ist die Wirkung bei Bauern in heißen Regionen, weil durch das Schwitzen das Nikotin besser in den Kreislauf gelangen kann. Betroffene Organe der grünen Tabakkrankheit können sein: Das Gehirn. Auswirkungen auf das Gehirn sind Schlaflosigkeit, Depressionen, Kopfschmerzen und Schwindelanfälle. Die Lunge. Folgen des Tabaks auf die Lunge sind Reizungen der Atemwege, Atemlähmung und Erstickungen. Die Niere. Des Weiteren kann es zu Nierenfunktionsstörungen kommen. Die Leber. Das Nikotin wird über die Leber abgebaut. Dies kann zu einer Leberzirrhose führen. Wir retten sie.